willkommen zu einem neuen Lesevlog. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit, wie ich ein paar Bücher lese. Und damit ich mir nicht irgendwelche Bücher raussuche, dachte ich mir, ich möchte dieses Jahr auch mal öfters Bocopoly spielen, denn das habe ich jetzt schon so oft auf YouTube gesehen und fand das so cool, dass ich mir auch ein kleines Bocopoly-Spiel zusammengebastelt habe. Oder was heißt gebastelt? Viele haben ja wirklich so ein Riesenbrett und so, aber ich habe mir wirklich bloß so ein paar kleine Sachen aufgemalt. Ich kann euch das ja mal zeigen. Und zwar habe ich euch jetzt mal in meinem Regal abgestellt. Und zwar habe ich mir wirklich nur so ein kleines Bocopoly einfach aufgemalt und habe das durchnummeriert. Das sind jetzt 12 Sachen. Und ja, ich werde mir dann immer auch nicht viele Bücher raussuchen, weil ich sehr oft spontan einfach mir irgendwelche Bücher greife und die lese. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht auf ganz viele festlegen. Und ich werde mir dann mal so zwei, drei, so wie ich Lust habe, hier erspielen. Und dafür habe ich gedacht, werde ich mir im Internet einfach einen Zufallsgenerator raussuchen, werde dann die Nummern 1 bis 12 reinschreiben und dann lasse ich mir einfach immer Zahlen quasi ziehen. Und ich habe das jetzt durchnummeriert mit 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und das werden wir auch nachher dann gleich mal machen. Und ich werde mir drei Bücher raussuchen für Februar. Heute ist der 1. Februar übrigens. Und ja, ich werde mir für Februar drei Bücher raussuchen, die ich dann lesen werde, worauf ich Lust habe. Und dann nehme ich euch mal mit und werde mal schauen, ob ich die Bücher lese. Vielleicht werde ich zwischendurch auch noch andere Bücher lesen. Mal schauen. Und ja, ich zeige euch nochmal kurz vom Nahen ein bisschen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Eine Reihe weiterlesen, weil ich halt immer irgendwelche angefangenen Reihen habe. Eine Subleiche, eine Dialogie beginnen. Ich habe sehr, sehr viele Dialogien da. Ein Manga oder Comic lesen. Ein Buch von einer Kindheitsserie. Ein Buch zu einer Serie oder einem Film. Eine neue Reihe beginnen. Ein Buch mit weniger als 200 Seiten, ein Buch mit mehr als 400 Seiten, ein Worttitel, ein Buch, das ich schon ewig lesen will und ein Neuzugang. Und ja, das ist quasi so mein kleines Bocopoly und ich würde sagen, wir erspielen uns jetzt mal drei Bücher für den Februar. Ich habe mich jetzt für diese drei Bücher entschieden. Und zwar ist das hier einmal meine Subleiche. Dieses Buch habe ich tatsächlich schon fast 7 Jahre hier liegen. Und ich will es eigentlich unbedingt lesen. Und habe es auch schon mehrmals aussortiert, dann wieder einsortiert, weil ich es irgendwie lesen will. Und ja, ich glaube, wären jetzt 7 Jahre, wenn nicht sogar fast 8 Jahre. Und das ist echt krass. Und ja, darum geht es. Und ja, das habe ich mir jetzt auf jeden Fall hingelegt. Da ich auch mein Sub regelmäßig aussortiere, habe ich ehrlich gesagt nicht so große Subleichen liegen. Aber das ist wirklich meine absolute, absolute, absolute Subleiche. Deswegen werde ich das jetzt gleich als erstes mitlesen. Dann von Kindheitsserien habe ich mir dieses Buch herausgesucht von Bibi Blocksberg. Da gab es ja zwei Filme und hier, das ist das Buch zum ersten Kinofilm. Ich denke mal, man kennt's. Auf jeden Fall habe ich da voll Bock drauf. Deswegen suche ich mir das hier raus und mit einer Dialogie starten. Da habe ich mir dieses Buch rausgesucht. Da habe ich auch schon so lange Bock drauf. Und ich habe auch gerade gesehen, dass das richtig kurze Kapitel sind. Deswegen denke ich mal, dass ich das schnell durchhaben werde. Und darum geht es. Und ja, ich werde euch jetzt in diesen Lesevlog mitnehmen. Mal schauen, wie lange der sich zieht, ob ich die Bücher auch wirklich lese.
Ich dachte mir, ich gebe euch mal ein kleines Leseupdate und ja, ich sehe gerade voll fertig aus, glaube ich, weil wir heute den ganzen Tag auf Arbeit Inventur hatten und ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und bin jetzt mega müde. Aber ich wollte euch ein kleines Leseupdate geben und zwar habe ich ja mit diesem Buch hier angefangen, von Hayley Barker, Die Arena. Und das Buch habe ich so schnell durchgelesen gehabt, dass ich zwischendurch gar keine Leseupdates mehr machen konnte. Ich war dann halt wirklich so schnell durch dieses Buch durch, dass ich dann so dachte, oh, jetzt bin ich durch, ich habe gar kein Leseupdate gegeben. Aber ja, und zwar habe ich, wie gesagt, das hier gelesen, was ich mir bei Bookopoly gezogen habe. Und ja, hier geht es halt eben um Hoshiko und Ben. Und Hoshiko ist ein Drag und Ben ist ein Pure. Das bedeutet, die Pures, keine Ahnung, sind quasi die Reichen und sie leben quasi komfortabel und luxuriös. Und die Drags sind die Leute, die ausgegrenzt werden und nur Abschaum sind und aus den Slums kommen. Und ja, es gibt quasi einen Zirkus und in diesem Zirkus arbeiten eben diese Drags und die Pures gehen quasi in diesen Zirkus, um halt zu sehen, wie die Drags sterben und misshandelt werden und diese Aufführungen, die in diesem Zirkus sind, sind halt wirklich tödlich und umso mehr Leute dort sterben, umso mehr von den reichen Leuten kommen halt wieder in diesen Zirkus. Und ja, Hoshiko ist eben eine davon. Und sie lernt quasi Ben kennen. Und ja, ist ein bisschen, ich weiß nicht so, wie ich das erzählen soll. Also Ben geht zum ersten Mal in den Zirkus und lernt dort dann quasi Hoshiko kennen und irgendwie sehr beeindruckt von ihr und er findet es auch ganz, ganz schlimm, was dort passiert. Und das ist aber eigentlich nicht so gerne gesehen bei den Pures. Und ja, er setzt sich halt dafür ein, dass er nochmal irgendwie Kontakt zu Hoshiko aufnehmen kann und sowas. Und ja, man liest das aus zwei Sichten, also aus beiden Sichten. Und ja, die Kapitel sind sehr, 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 sehr kurz. Also teilweise gehen sie bloß 3 bis 4 Seiten, ist fast das längste. Und manchmal sind halt wirklich nur so ganz kurze Abschnitte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf die Schnelle mal was finde hier. Ja, zum Beispiel, dann sind die Kapitel zum Beispiel nur irgendwie so kurz oder so. Und deswegen bin ich auch so durch die Seiten geflogen. Und ja, ich mochte es sehr, sehr gerne. Aber es hatte zwischendurch so ein bisschen so seine Längen. Also es hat mir ein bisschen zu lange gedauert, bis so richtig was passiert ist. Also natürlich ist, sage ich mal, in dem Zirkus die ganze Zeit was passiert, weil, wie gesagt, die Drags werden da wie Tiere quasi behandelt und ganz, ganz schlimm. Also war wirklich echt abartig und schlimm, was dort passiert ist. Und ja, aber zwischendurch hat es irgendwie so ein bisschen so seine Längen. Aber durch diese kurzen Kapitel wollte ich halt immer weiterlesen. Dann war das immer so, ja, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und wie. Und hab dann noch ein Kapitel, noch ein Kapitel und noch ein Kapitel und dann war ich halt schon durch. Okay. Und ja, es gibt auch noch einen zweiten Band, den habe ich auch schon da, den möchte ich auch lesen. Und da kann ich euch aber jetzt nicht erzählen, um was es dort geht, weil das würde halt hier spoilern. Und ja. Also wie gesagt, ich mochte es sehr, sehr gerne und fand es schon echt krass, was da in diesem Zirkus mit den Leuten passiert ist oder wie sie mit denen umgegangen sind. Also das war echt abartig teilweise. Und ja, das ist halt so diese Menschenspaltung. Und ja, das war so mein kleines Leseupdate. Ich habe ja noch zwei auf meinem Bookopoly oder aus meinem Bookopoly-Spiel, aber jetzt gerade lese ich erstmal noch was anderes. Und sobald ich die anderen lese, werde ich mich wieder melden. Hallo, ich dachte mir, ich gebe euch mal ein kleines Leseupdate. Denn unabhängig, wie ich bitteschön aussehe, ich wollte euch mal updaten, denn wir haben heute den 24. Februar. Heute ist Donnerstag und am Montag ist der letzte Tag von Februar
Und ich wollte euch mal updaten, wie es mit meinen Bocopoli-Büchern eigentlich aussieht. Denn da sieht es nicht so gut aus. Ich hab mir ja quasi drei Bücher erspielt und habe auch das erste relativ schnell gelesen, die Arena. Und habe jetzt noch dieses Buch hier, Sorbet-Nächte, und ein Kindheitsbuch, Bibi Blocksberg. Und die habe ich tatsächlich immer noch nicht gelesen. Und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr im Februar schaffen. Denn ich habe gerade Urlaub und habe jetzt sehr, sehr viel gelesen die Woche, aber halt immer alles andere Bücher. Und ich habe jetzt auch gerade noch drei angefangene Bücher, die ich momentan lese. Ich kann euch die ja mal kurz zeigen. Ich stelle euch mal hier so ab. Eigentlich hätte ich schon 1000 Leseblogs drehen können, so viel wie ich in letzter Zeit gelesen habe, aber irgendwie war ich immer so im Lesemut drin, dass ich dann einfach nicht gebloggt habe. Aber was ich jetzt momentan lese, ist Dry von Neil und Jared Schusterman. Da bin ich auf Seite, also da habe ich bis jetzt 300 Seiten gelesen. Es sind noch circa 130 Seiten. Dann habe ich es beendet. Allerdings habe ich das auch heute den ganzen Tag gelesen. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen gelangweilt davon. Also es ist ganz gut. Also ich finde die Thematik auch sehr, sehr gut. Aber wird jetzt gerade nicht so spannend irgendwie. Also die sind die ganze Zeit auf der Flucht und wollen dorthin und dorthin und dorthin und irgendwie kommt es nicht mehr so richtig zum Punkt. Deswegen habe ich gedacht, ich unterbreche es erstmal. Davor habe ich das hier gelesen, The Inheritance Games. Und ja, ich muss sagen, ich war da voll gehypt drauf, weil dieses Buch einfach so gehypt ist momentan. Und alles so lieben, aber ich muss das jetzt einfach unterbrechen nach 100, ja, 158 Seiten. Musste ich es einfach unterbrechen, weil ich es langweilig fand. Also auf diesen 158 Seiten ist überhaupt nichts Spannendes passiert. Einfach, es ist einfach nur das passiert, was hier vorne auf dem Klappentext steht. Halt nur nochmal ausführlicher. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß auch nicht, ob ich mit zu viel Erwartung daran gegangen bin. Ja, ich will es auf jeden Fall noch beenden, aber momentan habe ich keine Lust mehr so richtig drauf. Weiß ich nicht. Zu gehypt wahrscheinlich. Und was ich auch noch angefangen habe, schon ewig, ist dieses Kinderbuch hier, Schwesterherzen. Das habe ich auch fast durch. Da bin ich auf Seite 152 von 218. Aber ich glaube, das werde ich jetzt nur noch überfliegen, weil das ist ganz cute. Es ist halt ein Kinderbuch. Es ist auch ganz süß. Aber irgendwie nichts, womit ich meine Zeit verschwenden muss irgendwie. Also ich glaube, ich werde die letzten Seiten jetzt nur noch überfliegen und dann habe ich es halt fertig. Es ist eine sehr, ich denke mal, für Kinder ist das wirklich sehr, 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 sehr süß. Aber für mich ist es tatsächlich nicht so krass irgendwas Spannendes oder so. Also ich lese ja gerne mal Kinderbücher oder so, aber das ist jetzt nicht ultra spannend oder so, deswegen das werde ich glaube ich nur noch überfliegen. Und ja, nachdem ich jetzt Dry erstmal unterbrochen habe, überlege ich, was ich jetzt gerade lese, ob ich mich tatsächlich hier an Bibi Blocksberg setzen werde, weil, das mache ich, stelle ich mal so hin, das hat nicht viele Seiten, nur 230 circa und es ist große Schrift und wirklich ganz kurze Kapitel und sowas. Und ich denke mal, das werde ich auch schnell durchhaben. Ich glaube, ich habe da jetzt Bock drauf. Vielleicht werde ich das jetzt doch noch anfangen. Und dieses Buch hier, ich weiß, es ist eine Sub-Leiche. Dafür habe ich es mir herausgesucht. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Das ist so ein Buch, das kann ich nicht aussortieren, weil ich mir denke, ich will es irgendwann mal lesen. Aber jetzt, wo ich vielleicht einen Grund gehabt hätte, es zu lesen, habe ich trotzdem nicht danach gegriffen, weil ich irgendwie keine Lust darauf habe. Weil ich weiß eh schon, wie es ausgeht und das langweilt mich so. Vielleicht sollte ich es jetzt doch endlich aussortieren. Eigentlich ist das jetzt so ein Grund, dass ich es endlich mal aussortiere. Ja, egal. Und ja, wie gesagt, ist ein bisschen anderer Leseblock. Ich hätte schon so viele Leseblogs drehen können, so viel wie ich in letzter Zeit gelesen habe. Aber ja, ich war dann immer so schnell durch irgendwelche Bücher durch, dass ich dann gar keinen Leseblog gedreht habe. Das war jetzt eine lange Hin- und Her-Rederei. Aber mal schauen. Also ich glaube, ich weiche ein bisschen von meinem Bokopoli ab. Deswegen habe ich es auch
nicht als extra Video gemacht, weil ich das mal testen wollte. Und so wie man sieht, hat es nicht wirklich gut geklappt. Aber vielleicht suche ich mir für den März trotzdem nochmal zwei neue Bücher aus und schaue mal, wie das so läuft. So, ich mache jetzt kein Federlesen mehr. Ich sortiere dieses Buch jetzt endlich aus. Das war auch damals eines meiner ersten Rezensionsexemplare, die ich zugeschickt bekommen habe oder die ich mir aussuchen durfte. Und deswegen, ich sortiere das jetzt aus. Ich habe es gerade nochmal hier so durchgelesen, aber ich habe einfach keine Lust darauf. Ich merke das so richtig. Deswegen kommt das jetzt auf meinen Aussortiert-Stapel und ist somit für diesen Monat beendet quasi. Ich wollte euch mal noch ein kleines Update geben zu meinen angefangenen Büchern. Das eine habe ich ja aussortiert, dann habe ich gestern Schwesterherzen, die letzten 100 Seiten habe ich noch überflogen und dann habe ich mich tatsächlich noch an Inheritance Games gewagt und ich war ja bis auf Seite 150, das hatte mich ja überhaupt nicht gecatcht und habe mich dann aber dazu entschieden, das gestern doch noch weiterzulesen, also habe dann gestern Abend noch weitergelesen und habe es jetzt früh auch beendet und muss tatsächlich sagen, dass es mich noch richtig mitgenommen hat, würde ich mal sagen. Also es hat mich auf jeden Fall dann doch noch sehr, sehr interessiert und es war dann doch noch sehr spannend. Aber wie gesagt, die ersten 150 Seiten haben mich nicht gecatcht und wäre das Buch nicht so gehypt gewesen, hätte ich es tatsächlich auch komplett abgebrochen. Aber dadurch, dass ich wusste, dass es so gehypt ist, wollte ich halt auch dann doch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und deswegen, ja, konnte es mich auf jeden Fall doch noch mitreißen, fand ich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich als angefangenes Buch nur noch das hier. Da habe ich jetzt dann, wie gesagt, noch. Da bin ich auf Seite 298 und es gibt, glaube ich, um die 430 circa. Und ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch beenden, aber ich glaube nicht heute. Denn ich werde jetzt mit diesem Buch hier anfangen, Shipwreck. Das ist eine Dialogie. Darum geht es. Ich habe jetzt ein bisschen in diesem Buch hier gelesen und hier geht es halt um eine Gruppe Jugendlicher, die nach einem Bootsunglück auf einer Insel stranden und jetzt halt eben vergebens auf Hilfe warten. Und ich habe jetzt so circa 100 Seiten, glaube ich, gelesen. Also fast Seite 92 bin ich gerade. Und bis jetzt catcht es mich ehrlich gesagt noch nicht so. Also ich hatte ja eigentlich schon Bock drauf. Ich habe das auch schon ewig auf meiner Wunschliste damals gehabt und habe es mir dann irgendwann bestellt. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil dazu. Und weil ich diese Thematik immer ganz cool finde, wenn sie so auf einer einsamen Insel stranden. Aber wie gesagt, bis jetzt ist noch nicht gerade so viel passiert. Es catcht mich auch noch nicht so wirklich. Und jetzt habe ich auch gerade ehrlich gesagt keine Lust mehr weiter zu lesen. Also das Buch ist auch ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so dick. Es hat so circa 300 Seiten. Und ja, wie gesagt, die sind jetzt erstmal auf dieser Insel gestrandet und haben die erste Nacht dort verbracht und suchen jetzt halt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Buch so ein bisschen in eine Fantasy-Richtung geht. Also so klang es eigentlich hier schon. Ne, hier, nein, hinten. Also auf dem Klappentext ja nicht, aber hier hinten klingt das auch so, als würde es ein bisschen so ins Fantasy-mäßige gehen und das liest man auch schon leicht, so leichte Spuren davon. Und ja, ich überlege jetzt, ob ich doch noch das von meinem Bukopoli anfange. Es triggert mich alles so ein bisschen irgendwie gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Bukopoli so gut für mich ist. Ich glaube, mich stresst das dann doch ein bisschen. Aber ich habe auch noch Dry. Das will ich auf jeden Fall auch noch im Februar jetzt beenden. Wir haben heute Freitag. Am Montag ist der letzte Februartag. Und ja, mal schauen. Ich habe aber ehrlich gesagt doch gerade so ein bisschen das Problem, dass mich, glaube ich, mein riesen Sub, also mein riesigen Stapel ungelesener Bücher, mich gerade momentan ein bisschen triggert. Ich fühle mich davon momentan so ein bisschen gestresst irgendwie, weil das schon wieder so viel ist. Aber ich glaube, deswegen fange ich auch gerade so viele Bücher immer an und bin dann gefühlt von jedem Buch genervt, was mir nicht gefällt. Ich weiß es nicht. Also ein bisschen triggert mich gerade mein Riesensub, wenn ich das hier so sehe. Aber ja, auf jeden Fall, ich guck mal, was ich jetzt lesen werde.
Ich wollte mich noch mal kurz mit einem Leseupdate melden. Ja, wir haben heute Sonntag, morgen ist der letzte Februartag. Und ich will das Video jetzt auch beenden. Ich weiß, dieser Leseblock ist sehr durcheinander. Also, ich habe gestern noch Shipwrecked, wird das ausgesprochen, beendet. Och, meine Haut sieht in der Kamera schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Und ich habe das Buch jetzt hier schon in mein Regal einsortiert, deswegen will ich es jetzt hier nicht wieder rauskramen, weil das liegt auf so einem Stapel. Und ja, ich habe das gestern noch beendet und muss sagen, ich fand es eigentlich noch ganz gut. Also irgendwie, ich weiß nicht, es war jetzt nicht ultra was Spannendes, aber irgendwie wollte ich trotzdem immer weiterlesen und wissen, wie es endet. Und ja, deswegen habe ich das gestern dann auch noch beendet. Es gibt, wie gesagt, noch einen zweiten Teil dazu, den habe ich auch schon da. Und ja, ich denke mal, den werde ich demnächst auch lesen. Und ja, also ja, ich fand es ganz gut, kann man mal lesen. Und ja, ich denke mal, dass man vielleicht vorher dazu sagen sollte, dass es so in die Fantasy-Richtung ein bisschen geht. Und ich kann mich gar nicht ansehen mit meiner Haut. Oh Gott. Da müsste ich jetzt einfach durch. Und dann habe ich heute früh habe ich noch Dry beendet von Neil Schusterman. Genau. Und das hatte ich ja beendet, weil es mich unterbrochen kurzzeitig, weil es mich ein bisschen gelangweilt hat. Aber irgendwie ist es bei mir manchmal so, dann habe ich halt was anderes gelesen und dann irgendwann hatte ich dann doch plötzlich Lust, wieder das Buch weiterzulesen, weil ich dann doch wissen wollte, wie es endet. Und ja, das fand ich auch noch ganz gut. Also ich fand die Thematik sehr, sehr interessant. Und zwischendurch hat es so ein paar Längen gehabt, wo ich mir dachte, okay, oder ich finde, manches hätte man dann, oder ja, es war schon krass. Ich denke mal, wenn man manche Situationen noch krasser geschrieben hätte, dann wäre es zu unauthentisch gewesen. Also ja, aber mochte ich eigentlich auch ganz gerne und ich habe jetzt somit auch erstmal alle angefangenen Bücher, die ich gelesen habe, beendet und habe mir heute für den Sonntag ein neues Buch rausgesucht. Und zwar es ist eine Neuerscheinung von Ravensburger. Die soll eigentlich erst am 1.3. erscheinen, aber kam gestern schon. Ich habe es mir gestern schon abgeholt. Und zwar ist das jetzt der Beginn einer Dialogie von Anna Seves Four Houses of Oxford. Und da habe ich jetzt ca. 100 Seiten gelesen und mag es bis jetzt sehr, sehr gerne. Es ist sehr, ich bin da voll gehypt drauf, das zu lesen, warum auch immer. Und ja, das ist, glaube ich, eine Dialogie. Also es kommt dieses Jahr, am Ende des Jahres, noch ein zweiter Band raus. Aber bis jetzt muss ich sagen, erinnert es mich sehr stark an Matching Night von Stefanie Hasse. Und ich bin mal gespannt, wie das hier so ist. Ja, also es wundert mich ein bisschen, weil es ja beides von Ravensburger ist, dass beides im selben Verlag erschienen ist, weil es jetzt momentan sehr identisch ist, muss ich sagen. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie das ist. Ich freue mich da mega, das weiterzulesen. Und werde jetzt diesen Leseblock hier beenden. Es tut mir leid, wie meine Haut aussieht, aber du musst jetzt einfach durch. Es ist Realität. Ich kann es nicht ändern. Und ich schminke mich jetzt nicht jedes Mal extra, um eine 3-Minuten-Sequenz aufzunehmen. Und ja, der Leseblock war ein bisschen durcheinander. Es war auch ein bisschen anders geplant. Ach so, seht ihr nochmal kurz ein Update zum Bokopoli. Mit Bibi Blocksberg habe ich mir erspielt als Kindheitsserie, Serienbuch. Habe ich jetzt auch nicht gelesen. Einfach, irgendwie hatte ich keine Lust. Ich wollte jetzt einfach die Tage, wo ich jetzt noch frei hatte, was anderes lesen. Wenn ich schon mehr Zeit hatte zum Lesen, wollte ich dann doch lieber was anderes lesen. Das Buch von Bibi Blocksberg ist dann halt doch so ein Buch, was ich mal, wenn ich nicht so viel Zeit habe, zwischendurch mal so lesen kann. Also würde ich sagen, mein erster Versuch von Bukopoli hat nicht ganz so gut geklappt. Aber ein Buch habe ich auf jeden Fall gelesen. Und ich habe mir auch für den März schon wieder 2 Bücher erspielt. Und ich denke mal, das dürfte ich ganz gut schaffen. Und ja, ich habe noch Ideen für weitere Leseblogs. Also einmal wollte ich einen Leseblog machen, wo ich versuche, meine Reihen zu beenden. Also das habe ich, glaube ich, schon mal geplant gehabt. Ich habe jetzt doch einige angefangene Reihen,
und dass ich jetzt wirklich bloß Bücher lese aus angefangenen Reihen und dann vielleicht einmal irgendwas mit nur ganz dünne Bücher lesen, die ich habe und schauen, wie viel ich so schaffe. Also ja, mal schauen. Auf jeden Fall will ich aber das mit den Reihen beenden, auf jeden Fall demnächst mal mir vornehmen. Weil ich jetzt doch gerade einige anfange, obwohl ich jetzt gerade auch mit Reihen anfange, wo die Bücher erst noch kommen. Wo ich mir jetzt nicht gleich alle fünf, sechs weiteren Bände kaufen muss, um weiterzulesen, sondern wo erst im Laufe des Jahres die nächsten Bände erscheinen. Und dann ist man, finde ich, irgendwie auch ein bisschen so besser hinterher bei Reihen. Und ja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video irgendwie gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!